Ja, nach dem Cut geht's natürlich auch gleich weiter. Nicht Kontakt. Zielperson. Den Countdown zur Sprengung der Ulysses schon eingeleitet. Wir sind am Arsch. Noch ist Zeit. Beweg deinen Arsch. 40 Sekunden bis zur Detonation. Nein, ich hatte doch gerade das. Oh, gerade wären die alle gestorben, ey. Aber allesamt. Oh nein. Oh, ganz ruhig bleiben. Ey, die sind echt krass, die Typen, ey. 50 Schuss reinballern und erst dann sterben soll, oder was? Gott, wenn ich mal auch so ein geduldiger Mensch bin, ey. Glaube ich, der geduldigste Mensch überhaupt, ey. Oh, ich habe ihn rausgekickt aus dem Game hier. Zur Sprengung der Ulysses schon eingeleitet. Wir sind am Arsch. Noch ist Zeit. Beweg deinen Arsch. Boah, ich hab's geschafft. Alter, krass. Boah, wieder 3 Sekunden, ja? Oh. Los geht's. Oha, alle gegen alle. Das war's. Oh. Alle zerfleischt hier. Überrascht, dass ich noch atme. Das war eine beschissene Erfahrung. Ich habe dabei alle meine Freunde verloren. Und du? Du hast allen Grund, mir den Tod zu wünschen, Trishka. Wir sind Freunde, Gray. Hör damit auf, Hunt. Wie gesagt, ich weiß, was Serrano getan hat. Mir ist klar, dass er ein wahnsinniger Psychopath ist. Ich weiß, es war nicht deine Schuld, Gray. Das meine ich ernst. Du irrst dich. Das alles ist meine Schuld. Ich an deiner Stelle hätte Serrano auch tot sehen wollen. Er hat dich zum Morden missbraucht. Rell, Oliver, Ishii.
Sie sind mir gefolgt, ich hab sie auf dem Gewissen. Also sind sie dir gefolgt, um den Mann zu töten, der auf ihre Leben geschissen hat. Er ist mir entkommen. Und? Wie wirst du das gerade biegen? So, Leute, das war mein Let's Play von, ja, Bulletstorm Uncut. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, natürlich muss ich mich auch nochmal dafür entschuldigen, aber es liegt, wie gesagt, an Bulletstorm. Der Rechner kann noch so gut sein. Hast du das mit Fraps? Also ihr müsst echt immer mit der Half-Size aufnehmen. Nicht so wie ich mit Full-Size, aber das habe ich ja jetzt in den letzten Dingern schon ein bisschen verändert. Und sonst muss ich sagen, dieses Game, das ist einfach der Hammer. So wie das aufgebaut ist, mit den Intros, das gucke ich mir sehr gerne an. Diese Zwischenszenen. Und dann dieses mit der Peitsche. Ranziehen, mit dem Fuß wegtreten. In irgendeine fleischfressende Pflanzen rein. Gegen Kaktusse, in Strom, dann der Gamma-Regen. Einfach alles zerfetzen, das ganze Blut, die Köpfe weg. Und wenn du denkst, mehr Action geht nicht. Doch, Mann. Da kommt Action pur. Und wieder eine neue Szene. Dann wieder Action. Also hier ist echt keine einzige Pause dem Spieler gelassen, wo ich echt mal denke so, oh, jetzt einfach nur mal durchgehen und nichts machen. Und auch das Geilste fand ich auch, wo ich da dieses Monster da steuern konnte. Ey, das war richtig geil. Oder wo ich im Helikopter saß, erstmal alle schon niedergemetzelt, so durch die, also unter das Monster durch, dann da hoch, dann musste ich den ins Genick schießen. Also ich kann euch nur dieses Game empfehlen. Es ist, wie gesagt, richtig, richtig, richtig geil. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich freue mich schon auf den zweiten Teil, denn es soll auch ein zweiter Teil rauskommen, wie man ja auch am Ende sieht. Tja, aber die Entwickler haben es erstmal ein bisschen so, ja, stillstehen lassen, weil sie gerade an einem anderen Game sind. Sag mal, hackt's irgendwo? Sie sollen Bulletstorm weitermachen, aber sofort. Bulletstorm 2 wäre ich der Erste, der das zockt. Naja, mit 1000 anderen Let's Playern. Aber, ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich, wie gesagt, auch freuen über positive wie negative Kommentare, natürlich konstruktive negative Kritik. Und ja, liked es und dann, ich hoffe euch, ja, das habe ich schon gesagt, und dann einfach tschüss und ja, bis zu meinen nächsten Let's Plays. Also, ciao, ciao!